Die Firma Plugvane hatten wir 2019 auf der CMT kennengelernt, durch Zufall drüber gestolpert, und wir finden das Konzept, einen vorhandenen Kastenwagen, zum Beispiel von Handwerkern, ja, zum Campingfahrzeug umrüsten zu können, fanden wir toll. Wir haben auch schon 2019 und 2020 jeweils ein Video gemacht. Das verlinke ich euch hier oben. Dieses Jahr ist ein neues Modul rausgekommen. Neben mir sitzt Florian Fey von Plugvane. Guten Tag, Herr Fey. Hallo, schön, dass Sie gekommen sind. Danke. Ja, das neue Modul. Was ist neu an diesem Modul? Also wir haben jetzt das erste Mal unsere Vollausstattung in unserem neuen Modul eingebaut. Das bedeutet, wir haben sehr viele technische Änderungen gemacht, nochmal am Fahrwerk. Sehen wir nachher sicherlich nochmal, wenn wir es zeigen. Wir haben ein Maßband jetzt am Fahrwerk, wo man genau sieht, genau nivellieren kann, wie hoch man sein muss, damit man es auf die verschiedenen Fahrzeughöhen einstellen kann. Wir haben an den Beladevorrichtungen noch was geändert, an den Unterbodenrollen noch ein bisschen was gemacht, so dass es jetzt noch einfacher ist, das Modul mit einer Person ganz einfach rein und raus zu schieben. Und dann haben wir natürlich im Innenraum noch ein bisschen was geändert. Wir haben einen Hubtisch jetzt hier in dem, auch in unserem neuen Modul mit drin. Wir haben noch ein bisschen mehr Stauraum geschaffen. Wir haben, sehen wir vielleicht nachher auch nochmal, wir haben den ganzen Bettaufbau nochmal einfacher gemacht. Es gibt jetzt drei Teile, aus denen man das Bett aufbauen kann, und so kann man auch den Bettumbau im Endeffekt sehr, sehr einfach gestalten. Und dann sieht man vielleicht auf dem Video hier hinten, wir haben jetzt hier eine Aussparung gemacht, sodass man sehr gemütlich einfach hier auch, ich bin jetzt ein bisschen größer, sehr gemütlich sich anlehnen kann und sitzen kann. Wir haben unsere Panoramafenster jetzt verriegelbar gemacht, also das kann man einfach zuklappen und dann mit einem kleinen Riegel verriegeln, sodass man nachts die Türen offen lassen kann, wenn man in der Natur steht oder auf dem Campingplatz, und dann beruhigt schlafen kann. Ist das jetzt ein, wenn das Modul drin ist, ist das jetzt ein Wohnmobil oder was ist das? Es bleibt ein Lieferwagen, ein Kastenwagen. Also insbesondere sind unsere Kunden gewerbliche Kunden, die das Fahrzeug ohnehin für die Firma, also gewerblich nutzen. Und die haben dann den Mehrnutzen quasi, dass sie ihr beruflich genutztes Fahrzeug zusätzlich noch als Camper nutzen können. Das heißt, das Modul wäre dann Ladung? Das Modul selber zählt dann, wie Sie richtig gesagt haben, nur als Ladung. Das heißt, keine Umschreibung auf Wohnmobil, möglich und auch nicht nötig. Und genau, die Mehrfachnutzung ist uns ganz wichtig. Ja, schauen wir uns doch mal die Details ein bisschen an. Ja, ganz gerne. Genau, also eine Neuerung, die wir haben, das sind unsere RAM-Stempel, also die Anti-Rutsch-Stempel. Auf denen steht das Fahrzeug dann, also der Plugvane nachher im Fahrzeug. Wir haben den Plugvane jetzt gerade reingeschoben, und dann werden diese RAM-Stempel, so wie man das hier sieht, statt der Räder unter die Stützen gebaut, und das ganze Modul wird 3-4 cm nach oben gefahren, damit es nicht mehr auf den Unterbodenrollen steht. Genau, und jetzt wird es dann noch verzurrt. Und dann gilt es als Ladung. Was wir dann auch haben, das hatten wir jetzt beim Basismodul auch noch nicht, ist unsere Wassersteckdose. Das heißt, man hat hier draußen eine Außendusche, kann dann einfach sich den Duschschlauch nehmen, kann ihn hier anschließen und kann dann draußen duschen. Genau, kann, wenn man die beiden Türen zumacht, kann man sich vorne noch einen Vorhang vormachen und hat dann quasi seine eigene kleine Duschkabine. Genau, wenn wir jetzt zu den weiteren Neuerungen kommen, gehen wir einmal rein. Dann haben wir, also nach wie vor haben wir hier drin unsere Kühlbox. Die kann man aber jetzt in beide Richtungen einbauen. Also je nachdem, ob man sagt, ich koche eher im Plugvane und brauche eher den Zugang von hier, oder ob man eher sagt, ich bin von draußen und ich möchte den Kühlschrank von draußen aufmachen, man kann den in beide Richtungen verbauen, um da ein bisschen mehr Flexibilität zu haben und den Leuten das einfacher zu machen. Wir haben, wenn man in den Plugvane reinkommt, dann haben wir hier gleich vorne am Eingang einen Lichtschalter.
sodass man nicht erst im Dunkeln rumtasten muss. Mit dem kann man das mittlere Licht, das Deckenlicht, kann man mit dem Lichtschalter quasi betätigen. Auf der anderen Seite gibt es auch einen. Und dann haben wir noch drei LED-Lampen auf der einen Seite, haben wir noch zwei, und auf der anderen Seite, also in dem Küchenbereich, haben wir auch nochmal drei LED-Lampen. Außerdem haben wir bei dem Hubdach, das schafft eine Höhe von bis zu 26 cm mehr. Das ist so ein bisschen durchscheinend, sodass man dann, wenn man die Türen offen hat, auch wenn man die Seitentür noch auf hat, dass dann dadurch auch noch ein bisschen indirektes Licht reinkommt. Wie ist denn jetzt die Stehhöhe? Die Stehhöhe jetzt sind ungefähr 1,90. Mhm. Genau. Das ist jetzt aber hier im Crafter auch durch die Innenhöhe des Crafters beschränkt. Sind wahrscheinlich sogar nur 1,88 oder sowas. Das Hubdach könnte noch ein bisschen mehr. Also hier ist noch Spiel drin. Man kommt auf eine Gesamtstehhöhe von 1,96, wenn das Dach vom Transporter das zulässt. Was wir hier im Plug-Van drin haben, sind unsere Hängeschränke. Die kann man einfach verschieben. Die kann man auch einfach rausnehmen, wenn man möchte. Die haben innen drin einen Fingerschnapper, weil uns die Pushlocks nicht so gut gefallen. Fallen ab und zu aus und dann geht's raus. Die Fingerschnapper kommen aus dem Bootsbereich und sind wesentlich robuster, was das angeht. Genau, also das sind unsere Hängeschränke und die kann man sich dann so hinfahren, wie man möchte. Es ist so gedacht, dass man auch alle tatsächlich nach ganz links fahren kann, weil das unser Hubtisch, den kann man jetzt, wenn man schlafen möchte im Plug-Van, dann kann man den einfach nach oben fahren lassen und dann kann man hier unten drunter, kann man quasi seine Beine stecken. Bei dem Hubtisch selber haben wir jetzt auch noch eine Arbeitsplatte. Also im Arbeitsmodus ist sie dann natürlich wieder unten. Und Arbeitsplatte kann man rausfahren und groß machen. Wir haben hier im Hubtisch drin haben wir auch nochmal Stauraum. Entweder für einen Gaskartuschenkocher oder für Geschirr und Besteck. Das hat dann da seinen Platz. Genau. Über eine Wasserpumpe kann man beim Hubtisch ganz normal Wasser laufen lassen. Wir haben auch hier eine Innendusche und eine Außenduschenanschluss. Hatten wir, glaube ich, vorhin schon gezeigt. Wir haben jetzt hier eine große Ausstattung mit 2x43 Liter, also 43 Liter Frischwasser, kann über einen normalen Gardena-Anschluss befüllt werden, und 43 Liter Grauwasser kann auch über einen ganz normalen Gardena-Anschluss wieder entleert werden. Genau. Wir haben große Schubladen hier drin, in denen man noch ordentlich Stauraum hat, wo alles Mögliche rein kann. Wir haben hier noch eine große Schublade drin, wo man noch Stauraum reinmachen kann. Wir haben hier vorne unsere 2x80 Ampere-Stunden Batterien drin. Damit kommt man, wenn man den Kühlschrank normal betreibt, so auf 6-7 Grad, kommt man 3 Tage lang damit. Also 3 Tage ist man autark. Man kann beim Plug-Van auch eine Solaranlage anschließen, wenn es das eigene Fahrzeug ist und man sie sich oben drüber baut. Oder man lädt den Plug-Van während der Fahrt, wenn man eine Innenraumsteckdose hat. Das kann man natürlich machen. Oder man geht ganz normal an den Landstrom ab und zu und dann lädt sich der Plug-Van auf. Wenn man am Landstrom ist, dann haben wir hier unten auch eine 230 Volt Steckdose. Die befindet sich hier. Und an der kann man dann Verbraucher anschließen. Wir hatten jetzt den einen Fall, dass ein Kunde eine Mikrowelle mitgenommen hat und dann eben, wenn er am Landstrom hing, die Mikrowelle noch in Betrieb nehmen konnte. Man kann das gesamte, wir hatten jetzt vorhin gesagt, den Hubtisch kann man nach oben fahren, damit man es dann zum Bett umbauen kann. Hinter den Polstern befinden sich die fehlenden Puzzleteile, um das Bett aufzubauen. Wir haben hier einen dreiteiligen Aufbau, dass die Bretter nicht zu schwer sind, dass man sie sehr einfach handeln kann. Die werden dann hier im Mittelgang zwischengelegt und dann hat man eine schöne ebene Fläche mit einer Länge von 2 Metern. Und eine Breite nachher von je nach Fahrzeugabhängigkeit, aber ungefähr 1,75. Also so, dass man einen sehr, sehr großen, schönen Schlafbereich hat. Und dann mit dem Panoramafenster, man ist auf einer Höhe mit dem Fenster, dass man, wenn man es zu hat, wunderbar nach draußen gucken kann. Und wenn man in der Natur steht, dann kann man einfach die Türen offen lassen und schläft quasi in der Natur.
Wenn man in der Stadt steht, dann möchte man die Türen vielleicht ganz gerne zumachen und dann ist man versteckt. Genau, jetzt muss ich mir überlegen. Wir haben hier hinten noch die Stautaschen, die sind auch sehr begehrt, wo man ganz viel Kram reintun kann und nochmal verstauen kann. Und dann haben wir natürlich, das ist so ein bisschen unsere Spezialität, den Raum, den wir nicht nutzen für das Wohnmodul. Das Wohnmodul ist 2,09 Meter lang, damit wir ein Bett drin haben von 2 Metern. Und dann haben wir noch viel Stauraum an dieser Stelle. Oder das Badmodul, was wir jetzt gerade entwickeln, was Anfang nächsten Jahres im Frühjahr irgendwann rauskommt. Dann haben wir noch zusätzlich die Möglichkeit mit einem extra Modul, das auch wieder eine Person in kurzer Zeit rein- und rausschieben kann alleine. Das findet hier dann noch Platz. Es wird ungefähr 80 cm Meter breit sein. Und da ist dann eine Dusche drin, WC drin. Das kann man dann zusätzlich zum Wohnmodul mitnehmen. Man kann es auch zu Hause lassen oder man nimmt nur das Bad- und Duschmodul mit, wenn man das gerade braucht. Ja, vielen Dank, Herr Fall, für die Vorstellung des neuen Moduls von Plugvan. Ich werde nochmal die Filme oben verlinken. Wir sehen uns beim nächsten Film. Danke fürs Zuschauen. Macht's gut. Tschüss. Moment, noch nicht abschalten. Wir haben uns eigentlich immer gefragt, bei unseren bisherigen, ja, 3 Filmen sind es ja jetzt vom Plugvan, wie sieht Leben, Campingleben in einem Plugvan eigentlich aus? Gibt es da Bilder? Wie muss ich mir das vorstellen? Und wir haben im Internet gesucht und wir sind fündig geworden. Und wir haben auch mal Plugvan angeschrieben. Da haben einige Mitarbeiter bereits Reisen gemacht mit dem Plugvan und haben auch Bilder eingestellt auf der Homepage und die zeigen wir euch im Anschluss hier. Wir danken euch nochmal fürs Zuschauen und macht's gut.